Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Anna und willkommen auf meinem Kanal. Heute filme ich ein Video über Bücher. Und zwar lese ich unheimlich gerne und ich werde immer mal wieder gefragt nach meinen liebsten Büchern, nach Buchempfehlungen. Und ich möchte euch heute 5 Bücher vorstellen. Das sind vor allem Sachbücher, aber auch Roman-ähnliche Bücher. Ich lese allerdings vor allem Sachbücher. Ich lese gerne Bücher, durch die ich mir erhoffe, meinen Horizont zu erweitern, Dinge zu lernen, neue Perspektiven zu gewinnen und irgendwie ein bisschen über meine Sichtweise hinauszublicken. Und heute werde ich euch die 5 folgenden Bücher vorstellen. When Breath Becomes Air, Essentialism, 21 Lessons for the 21st Century, Der Ernährungskompass und Better. Das erste Buch, über das ich heute sprechen möchte, ist When Breath Becomes Air von Paul Kalanithi. Das ist ein Buch, das basiert auf einer wahren Geschichte des Autors selbst. Der Autor war Neurochirurg und wurde mit 36 oder so diagnostiziert mit einem fortgeschrittenen Lungenkrebs und wechselt dann ganz schnell die Rolle von einem Arzt, der kranke Menschen behandelt und kranken Menschen hilft, in die Rolle eines Patienten, der behandelt wird und sich mit dem Tod beschäftigen muss, weil er weiß, dass er bald stirbt. Ich werde schon voll emotional, wenn ich über das Buch rede, weil das Buch sehr traurig ist. Es ist sehr berührend und philosophisch geschrieben. Er schreibt es quasi für seine Tochter, die er nie kennenlernen wird, weil die Tochter geboren wird, nachdem er stirbt. Er beschäftigt sich dann mit großen Fragen des Lebens und des Tods. Was ist überhaupt noch wichtig, wenn man weiß, dass man bald stirbt? Was sind die wesentlichen Dinge im Leben? Was für eine Bedeutung haben die Beziehungen, die wir haben? Was macht das Leben überhaupt lebenswert? Was gibt uns Sinn? Mich hat das Buch unheimlich berührt. Ich weiß noch, als ich so die letzten paar Seiten gelesen habe, habe ich so sehr geweint. Das nächste Buch, das ich vorstellen möchte, ist Essentialism von Greg McKeown. Ein ganz anderes Genre, aber auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Essentialism ist ein Konzept, ähnlich wie Minimalismus oder an Minimalismus angelehnt, das quasi besagt, man solle sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Weniger Dinge tun, aber diese Dinge dafür fokussiert und gut tun, sodass man nicht busy, nicht nur beschäftigt ist, sondern wirklich sinnvolle, effiziente Dinge tut. Also dass man quasi die unwichtigen Dinge eliminiert, sodass man mehr Zeit und Energie und Effort in die Dinge investieren kann, die einen selbst erfüllen, die Mehrwert für die Gesellschaft haben, Dinge, die wirklich wichtig sind. Ganz im Sinne des Mottos, manchmal ist das, was du nicht tust, genauso wichtig wie das, was du tust, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der es unendlich viele Möglichkeiten gibt, in der wir konstant konsumieren können, abgelenkt werden können. Der Autor meint, es sei manchmal schwer zu verstehen, dass wir nicht alles tun können, dass wir ein undiszipliniertes Streben nach mehr haben, nach mehr Sachen, die wir machen wollen, nach mehr Sachen, die wir haben wollen, die wir konsumieren wollen. Und je mehr Entscheidungen wir treffen müssen, desto mehr nimmt die Qualität unserer Entscheidungen ab. Er nennt das auch Decision Fatigue. Die Denkweise eines Essentialisten beruht eben auf verschiedenen Grundannahmen. Nämlich einmal, du hast die Wahl, worauf du deine Energie und deine Zeit verbringen möchtest. Dann fast alles ist unwichtig und nur ein paar wesentliche Dinge sind wirklich bedeutsam und wirklich wertvoll. Und Kompromisse sind notwendig. Wir können nicht alles tun und machen, wir können nicht alles haben. Und das Buch beschäftigt sich damit, erkennen zu können, was die belanglosen Dinge sind und was die wesentlichen Dinge sind. Was sind die Dinge, die mir wichtig sind und auf die ich mich konzentrieren möchte. Das Buch beschäftigt sich damit, bewusst Nein zu sagen und damit, sich Systeme zu schaffen, mit denen es einem leicht fällt, den gewünschten Handlungen, den gewünschten Verhaltensweisen und den gewünschten Aktivitäten nachzugehen im Alltag, sodass diese kontinuierlich weiter ausgeführt werden können. Ja, Essentialism ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsbücher, so ein Genre von persönlicher Weiterentwicklung, Self-Help, wie auch immer man das nennen mag. Ich fand das Buch super wertvoll und das ist ein Konzept oder Konzepte, nach denen ich versuche, jeden Tag zu leben. Und ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich meine Energie nicht auf 100 verschiedene Sachen verschwende, sondern mich auf die wesentlichen Dinge konzentriere und dafür mehr Liebe, Energie
und Zeit in diese Dinge investiere. Okay, ich werde sehr häufig nach Büchern über Ernährung gefragt, weil ich mich ja selbst viel mit Ernährung beschäftige, weil das Thema für mich unheimlich wichtig ist. Und ich möchte heute ein Buch vorstellen, das sehr bekannt ist, aber von dem ich auch meine, es ist ein gutes Buch als Einstieg in die Ernährungswissenschaften, weil es weder super abstrakt geschrieben ist, noch an wissenschaftlicher Evidenz mangelt. Vor allem auch mit jedem Hintergrund kann man das Buch lesen, egal ob man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat oder ob man schon Arzt oder Ärztin ist. Ich würde sagen, von dem Buch kann jeder ganz gut was mitnehmen. Das Buch ist ein Fazit, eine Zusammenfassung aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Und somit basieren alle Aussagen, die getroffen werden, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Bas Kass, der Autor, hat das Buch geschrieben aus eigenem Interesse heraus, weil er, als er ungefähr 40 war, plötzlich starke Schmerzen in der Brust verspürte und salopp gesagt gemerkt hat, dass irgendwas mit seinem Herzen nicht ganz okay ist. Und danach fasste er den Entschluss, dass er was an seinem Lebensstil ändern muss, an seiner Ernährung, daran, was er konsumiert, und wusste aber gar nicht, was soll er überhaupt essen, was ist überhaupt gesund, was soll man überhaupt machen, weil es gerade im Internet und auf Social Media so viel Fehlinformationen darüber gibt, was gesund ist, und so viele Diättrends, die keinem wissenschaftlichen Konsens entsprechen, was ich auch sehr bedauernswert finde. Und daher kam er auf die Idee, dass er selber alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung, die in den letzten Jahrzehnten rausgekommen sind, durchschaut und ein Buch über das Thema schreibt. Also wer einen Einstieg in das Thema bekommen möchte, würde ich sagen, ist bei dem Buch ganz gut aufgehoben. Das vierte Buch, über das ich sprechen möchte, ist 21 Lessons oder auch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari. Ich liebe diesen Autor. Ich habe alle seine Bücher gelesen, also Sapiens, 21 Lessons und Homo Deus. Und ich fand alle drei Bücher super gut, sehr, sehr lesenswert. Ich habe viel gelernt durch die Bücher, aber ich fand 21 Lessons sogar noch am besten von den dreien. Es geht um globale und individuelle Herausforderungen, die wir heutzutage haben. Es geht um Gesellschaft, Politik, Religion, Klima, Freiheit, Gleichheit, Nationalismus, Terrorismus oder auch über Meditation. Also es ist sehr breit gefächert. Es geht sowohl um individuelle Konflikte, die heutzutage aufkommen, als auch um Empfehlungen, wie man mit globalen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit umgehen kann, was man tun kann. Das Buch regt zum Nachdenken an. Es bringt Erkenntnisse darüber, was man für eine Rolle spielt in der Welt, in der wir heute leben. Was habe ich als Individuum für eine Rolle, auch für eine Verantwortung? Das Buch ist sehr kritisch gegenüber vielen Konzepten unserer Gesellschaft. Also gerade, falls ihr religiös seid, macht euch darauf gefasst, dass das Buch sehr kritisch mit Religion umgeht, aber auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Und das Buch ist in 21 Kapitel unterteilt mit jeweils einer Lesson, Lehreinheit, gefüllt mit Gedankenanstößen und Empfehlungen quasi. Wesentliche Fragen des Buches, ich lese einmal vor, sind zum Beispiel: Warum ist die liberale Demokratie in der Krise? Ist Gott zurück? Soll Europa offen bleiben für Zuwanderer? Kann der Nationalismus eine Antwort geben auf Klimawandel und soziale Ungleichheit? Was sollen wir unseren Kindern beibringen? Und können wir die Welt überhaupt noch verstehen, die wir erschaffen haben? Und Harari lädt also dazu ein, über eigene Werte, über die eigene Bedeutung und über persönliches Engagement nachzudenken in dieser Welt, in der wir leben, die wir manchmal gar nicht wirklich selber verstehen. Und in einer Welt, die überschwemmt wird von Informationen, die bedeutungslos sind und belanglos, und da noch herauszufinden, was überhaupt wichtig ist und was unsere persönliche Bedeutung im Ganzen ist, darum geht es auch so ein bisschen in dem Buch. Und wir kommen auch schon zum fünften und letzten Buch für heute, Better von Atul Gawande. Oder Gawande, ich bin mir gar nicht sicher. Es geht darum, wie Menschen für ihr Umfeld und für die Gesellschaft verantwortlich sind. Es geht um vielfältige Geschichten von verschiedenen Ärzten und Ärztinnen, die ihr Bestes geben in Hinsicht darauf, dass
sie eine unglaubliche Verantwortung haben, dass von ihren Entscheidungen Menschenleben abhängen und wie diese Personen mit dieser Verantwortung umgehen. Es geht um verschiedene ethische Dilemma, wie ärztliche Beihilfe bei der Todesstrafe. Es geht um Geld und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und in der Medizin. Aber auf tiefgreifenderer Ebene geht es auch einfach darum, mit eigenen Fehlern umgehen zu können und darum, was wir für eine Verantwortung gegenüber anderen haben, wie wir Entscheidungen treffen. Und wie wir irgendwie alle versuchen, unser Bestes zu geben mit den Mitteln, die wir in dem Moment haben. Das ist mein zweites Buch, das ich von Atul Gawande gelesen habe. Und das war bisher mein Lieblingsbuch von ihm. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die Buchempfehlungen gefallen. Wenn ihr schon welche von denen gelesen habt, kommentiert das gerne. Und kommentiert auch gerne eure Lieblingsbücher und Buchempfehlungen für mich und andere, die die Kommentare durchlesen. Und sonst sehen wir uns mal im nächsten Video. Ich schicke euch ganz viel Liebe und ciao.